Hey Leute und willkommen zu einem neuen Animal Crossing Video, in dem ich euch heute passend zum Jahresabschluss alle Infos über das morgen stattfindende Silvester-Event in New Horizons mitteilen möchte. Dazu gehört natürlich, wie genau das Event abläuft und welche neuen Items wir während des Events und danach bekommen können. Vorab möchte ich noch eben wie immer auf unseren Animal Crossing Discord Server aufmerksam machen. Auf diesem könnt ihr neben DIYs, Blumen und Fossilien auch Bewohner miteinander traden und zudem neue Schlummerinseln entdecken. Also falls ihr Bock auf einen sehr aktiven Animal Crossing Discord Server habt, findet ihr den Link zum Discord in der Videobeschreibung. Das Silvester-Event findet in New Horizons, wer hätte es gedacht, am 31. Dezember statt und startet bereits ab 5 Uhr morgens. Organisiert und geleitet wird das Event von Melinda und Nook, die wir auch über den gesamten Zeitraum des Events auf unserem Vorplatz antreffen können und welche beim Dekorieren des Vorplatzes scheinbar keine Kosten und Mühen gescheut haben. Denn neben einer am Service Center befestigten Lichterkette und zahlreichen Ballons wurde auch eine riesige Countdown-Tafel direkt vor das Service Center platziert. Zudem befindet sich rechts neben der Tafel noch ein kleiner Hüteverkaufsstand, der von Nook geleitet wird und bei welchem wir Neujahrshüte und Neujahrszylinder für 500 Sternis pro Stück kaufen können. Außerdem, und das hat mich tatsächlich ein wenig gewundert, verschenkt Nook an uns, sobald wir mit ihm das erste Mal während des Events reden, ganze 5 Partyknaller völlig umsonst, ganz ohne irgendwelche Verpflichtungen. Jedoch verfliegt seine Gönnerstimmung dann doch relativ schnell, denn für weitere 5 Partyknaller müssen wir dann 300 Sternis zahlen. Neben Nook bekommen wir auch von Melinda ein neues Item, sobald wir sie das erste Mal während des Events ansprechen, welches der Leuchtstab wäre und welchen wir, sobald wir ihn ausgerüstet haben, in der Luft hin und her schwingen können. Sollten wir uns dann alle Hüte und den Leuchtstab gesichert haben, gibt es für uns erstmal bis 23 Uhr nicht wirklich viel zu tun. Ab 23 Uhr jedoch versammeln sich alle unsere Bewohner auf dem Vorplatz und 5 Minuten vor Mitternacht zücken alle bereits ihren Leuchtstab hervor. Sobald es dann eine Minute vor Mitternacht ist, zentriert sich die Kamera auf die Countdown-Tafel und wir können gespannt beobachten, wie die letzten Sekunden des Jahres vergehen. Um Punkt 0 Uhr startet dann das riesige Silvesterfeuerwerk, welches dann auch bis 2 Uhr morgens andauert. So viel zum Event an sich. Abseits des Events gibt es zudem noch die Möglichkeit, über das Nook-Terminal bzw. über die Nook-Shopping-App sich diverse traditionelle Neujahrs-Items bis zum 31.12. zu sichern. Die da wären die Apfelschorle, das 12 Traubenschälchen, der Berliner Teller und die Neujahrsnudeln. Was ich an der Stelle mega nice finde, ist die Tatsache, dass man sich über die X-Taste einen kleinen Infotext anzeigen lassen kann, in dem nochmal kurz beschrieben wird, weshalb die jeweiligen, Gerichte in den jeweiligen Ländern zu Neujahr verspeist werden. Nach Silvester bzw. ab dem 01.01.2021 gibt es dann bis zum 15.01. zusätzlich noch weitere neue Items im Nook Shopping Terminal, zu welchen unter anderem der Festtagsbogen gehören, sowie der Oliviersalat, eine Büffelsternzeichenstatue, eine Kagami Mochi, ein Kadomatsu, sowie ein Neujahrsshimikazari und ein Yutnori-Spiel. Generell gefallen mir gerade diese ganzen Food-Items mega gut, da sie, denke ich, jede Küche in Animal Crossing nochmal natürlicher aussehen lassen werden und ich hoffe, dass wir in Zukunft noch mehr solcher Items im Spiel sehen werden. Schreibt mir gerne in die Comments, welche der neuen Items euch besonders gut gefällt. Ansonsten waren das so ziemlich alle Infos zum kommenden Silvester-Event in New Horizons. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Event, gerade da ja in diesem Jahr Silvester eher still ausfallen wird, denke ich, dass man in Animal Crossing da zumindest eine kleine Alternative hat. Ich selbst wünsche euch natürlich einen guten Start ins neue Jahr und hoffe, dass alle Menschen, für die 2020 ein, schwieriges Jahr war, 2021 dafür umso besser wird. Ansonsten hoffe ich natürlich auch, dass euch das Video ein wenig geholfen bzw. eventuell sogar gefallen hat. Falls ja, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Kleiner Kanal-Fact noch am Rande. Aktuell haben 64,4% aller Leute, die meine Videos regelmäßig schauen, den Kanal noch nicht abonniert. Daher würde ich mich gerade bei den Leuten über ein Abo umso mehr freuen. Und falls ihr bereits den Kanal abonniert habt und keine Livestreams mehr verpassen möchtet, aktiviert gerne die Glocke. Somit bekommt ihr immer direkt eine Benachrichtigung, sobald ich live bin.
Dann würde ich sagen, wir sehen uns eventuell im nächsten Jahr wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann und ciao.